Sein Stumpf. Hat er einen Stumpf? Oder wie sieht denn sein Bein überhaupt aus? Kannst du mir das mal bitte beschreiben? Ist kurz unter der Kniescheibe kannst du sehen, dass es da wohl gerade ja, leicht matschig blutet. Aber mein Herr, was ihr gerade beschreibt und eure Verwundung, das passt nicht zueinander. Das mögt ihr beurteilen, ja. Ihr beschreibt, dass eure Verwundung war, dass ein Oger euch das Bein herausdreht. Und ein Oger euch das Bein herausdreht, werdet ihr da nicht ab der Hüfte euer Bein verlustig gegangen? Ich bin froh, dass es nicht so ist. Mein Herr, was ihr da beschreibt und was der Realität offensichtlich nach eurem blutigen Stumpf der Realität entspricht, kann ja nicht die Wahrheit sein. Und maße mir natürlich nicht an, euch Lüge vorzuwerfen, aber eine solche Verwundung müsstet ihr eigentlich in eurer Erinnerung wahrhaftig halten. Wie gesagt, die Geweihten sprechen da von einer Verdrängung. Selbst wenn das so wäre, seid ihr als Ronderer Geweihter, als Bruder auf dem Schlachtfeld, euch klar, wie so eine Verwundung entstehen sollte. Euer Wissen ist nicht das eines Ronderer Geweihten, euer Wissen ist nicht das eines Mitglieds eines der Schlacht. Selbst ich als einfacher Söldner sehe, dass eure Verwundung so nicht zusammengekommen sein kann. So lügt ihr mich an über eure Verwundung. Ihr seid jetzt also auch noch ein gelehrter Anatom. Mein Bringt. Herr, mein Herr, euer Bein, wie ihr es beschrieben habt, würde hier enden und ich zeige mal auf meine Hüfte. Euer Bein endet hier und ich zeige auf mein Knie. Ich bin schon öfters dabei gewesen, wie Männern die Beine amputiert wurden. So wie bei euch. Aber wenn ein Oger euch das Bein am Gelenk herausreißt, dann stirbt man. Es sei denn natürlich, die Herrin Hesinde schickt einen ihrer Diener, die einem durch das magische Licht noch auf Dere halten. Ja, dann muss ich wohl dem schwarzen Löwen danken, dass er mir mein Bein gelassen hat. Ja, aber. Schwarze Löwe? Mein Herr, aber ihr berichtet gerade von etwas anderem. Eure Verwundung passt nicht zu dem, was ihr sagt. Wie kommt das? Das ist 24 Jahre her. Mein Herr, es ging darum, euer Bein zu verlieren. Ich frage euch nicht, was ihr vor 24 Jahren am Mittwoch zum Frühstück gegessen habt. Es geht darum, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Ihr wollt mir sagen, ihr vergesst so etwas? Ich hatte schon viele Söldnerkontakte, schon viele Kollegen vom Krieg. Und jeder Einzelne konnte mir jede Narbe auf seinem Rücken beschreiben. Jeder wusste, wo die Verletzung herkommt. Wo er von wem geschlagen wurde, wo er gestritten hat, welche Schlacht für welche Verwundung auf welchem Ja, Bein ich sorgte. verstehe euch schon. Also, Karten auf den Tisch. Was wollt ihr jetzt von mir? Warum kommt ihr nach 24 Jahren zu mir, während diese Stadt in Trümmern liegt und wollt jetzt wissen, was ich vor vielen Tagen getan habe und warum diese Verletzung nicht zu meiner Geschichte passt? Seid doch mal ehrlich mit mir. Lügt mir nicht ins Gesicht. Reogemmenschneider belastet euch. Der Goldschmied. Herr Goldschmied. Was soll ich denn getan haben? Soll ich anfangen aufzuzählen? Ketzerei, Anstiftung zur Plünderei, Anstiftung zur Schändung von Tempeleigentum, Rütteln an den Grundfesten Agrarans. Soll ich weitermachen? Dann nehmt mich fest. Wenn ihr Beweise habt, nehmt mich fest. Also dein Geweihter der 12 Götter. Als solcher steht euch ein gewisser Spielraum zur Verfügung. Deswegen sind wir hier, um mit euch zu sprechen. Anstatt euch einfach von irgendjemandem einsammeln zu lassen. Ja, das ist sehr nett. Er nimmt seine Prothese aus Holz und dreht sie sich jetzt leicht wieder rein. Habt sich so ein bisschen schmerzend über den Beinstumpf, könnt ihr sehen, wie weiteres Blut runterrinnt. Gut. Eure Wunde. Sie blutet. Selbstverständlich. Warum? Habt ihr Warum euch die schon mal ein Anlage? Metalldorn ins Innere eures Fußes getrieben? Wisst ihr? Ihr seht im heiligen Vitus wie aus dem Gesicht geschnitten heraus. So ohne Auge. Was? Ich taste immer noch mein Auge nach, da heißt. Ach, ihr.
Er lehnt sich so ein bisschen raus aus dem Bett und guckt mal durch den halben Türspalt. Schaut mal dann zu Abelmir, Iserun, Kiaras, wenn er da ist. Wie habt ihr ihn kennengelernt? Das tut er nicht zu sagen. Ohne Auge. Habt ihr ihn mal gefragt, wie es dazu kam? Dass er sein Auge verlor? Ja, dann kennt ihr diesen Menschen. Nie gesehen. Wer seid ihr? Er sieht dem Mann wie Vitos, wie aus dem Gesicht geschnitten heraus aus. Vitos ist vor mehr als 1000 Jahren gestorben. Woher wollt ihr das wissen? Weil es Statuen von ihm gibt. Weil er immer noch wirkt. Obwohl er gestorben ist. Und weil dieser Mann mich furchtbar an ihn erinnert. Und wenn ihr eine Statue von ihm erblickt, dann werdet ihr es ebenso sehen. Er hatte mal eine Augenklappe. Richtig? Woher wisst ihr das? Er hatte mal eine Augenklappe, richtig? Habt ihr ihn mal gefragt? Habt ihr ihn mal gefragt, wie er sein Auge verloren hat? Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kenne keinen Paladin von Kangor. Wer seid ihr? Ich stand einmal in Fasar. Dort habe ich eine Priesterin erblickt. Sie stach sich ihre Augen heraus. Das tun einige Menschen. Sie opfern es freiwillig, schneiden sich Stücke heraus. Vielleicht solltet ihr mal euren Greifenmund fragen, wie er sein Auge verlor und warum er Vitos so ähnlich sieht. Vielleicht solltet ihr mit solchen Anschuldigungen aufhören, bevor ich euch das Maul mit eurem eigenen Bein stopfe. Ich kann euch erzählen, wo ihr eine weitere Statue von Vitos findet. Danach werdet ihr mir Glauben schenken. Er streckt Yalan die Hände entgegen, bindet mich fest und dann bringt mich zu dieser Statue. Grafim macht den Mann fest. Also was ihr uns jetzt sagen wollt, ist, dass der Märtyrer Vitos ein ketzerischer Sektierer war, der Körperteile geopfert hat. Es kann sein, dass er sich sein Auge selbst herausschnitt, vor über 1000 Jahren. Und deswegen erzählt ihr jetzt den ganzen Leuten hier, dass sie das gleich tun sollen? Das hat damit nichts zu tun. Womit denn dann? Ich denke, es ist nur wichtig zu erfahren für die Leute, die in Gareth weilen, dass ihre Stadt auf Lügen aufgebaut ist, die nach und nach ans Tageslicht kommen. Hat euch Reo von seinen Historien erzählt, von den Büchern, die er gelesen hat? Diese Bücher hat er von dem Praioten. Richtig. Kennt ihr den Alchemisten Enarch? Hat er euch erzählt, wie Gareth so reich geworden ist, obwohl es so oft vernichtet wurde? Hat er euch erzählt, wie der erste Prios-Tempel aufgebaut worden ist? Erspart mir eure Lügen, sonst lasse ich euch den Mund auch noch stopfen. Habt ihr euch gefragt, warum Gareth so viele Prios-Tempel hat? Weil sie Prios heilige Stadt ist. Was soll der Blödsinn? So viele? Das Wappen der Stadt ziert der Fuchs, nicht der Greif. Also ich bin mir nicht sicher, dass eine über 1000-jährige Geschichte seit der Stadtgründung Gareths, warum es da nicht mehrere Stadtgötter geben sollte. Wenn ihr irgendwelche konkreten Sachen anzubringen habt, dann tut das. Bringt uns zu dieser Statue, bevor ich mich vergesse. So gut. So, ich greife mir den Mann auch wohl. Ich würde dann noch kurz zurückbleiben und mit Bruder Stygomar sprechen wollen. Oh, wir beide unterhalten uns heute auch noch, mein Freund. Ich habe Zeit für euch alle. Abelmir, mein alter Freund, Abelmir, wir kennen uns. Was kann ich für euch tun? Abelmir, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ja, aber woher kennt ihr euch so gut? Weiß es nicht. Kennt ihr eure Familie? Kommt ihr aus Tropien? Die Familie ist tot. Die Hälfte von ihnen wusste nicht einmal, dass ich das Auge verlor. Es geschieht Seltsames hier. Ich weiß nicht, wer er ist oder woher er so viel weiß oder was er zu wissen glaubt. Aber der Mann ist gefährlich. Wir dürfen ihn auf keinen Fall, was auch immer es ist, herumerzählen lassen.
Das halte ich auch für eine gute Idee. Oh, jetzt bin Raphim nicht so grob! Ja, ich würde dem Mann mal anschauen. Meint ihr damit, dass Jalan mal nur ein Auge hatte? Er hat doch zwei. Ihr solltet die richtigen Fragen stellen. Fragt ihn doch, warum er ein Auge bekommen hat. Warum eins fehlte. Was mit seiner schwarzen Hand ist. Wisst ihr, dass es kein Dämonenmal ist? Er verbrennt nicht. Dennoch kann er Tempel betreten. Wie hat er euch erzählt, dass er diese schwarze Hand bekam? Irgendwas mit karmisch Quapfer. Sagt er das? Ich hab dann auch nicht weiter nachgefragt. Vielleicht solltet ihr die richtigen Fragen stellen. Warum seine Hand schwarz ist? Warum er gülden leuchtet? Warum sein Auge fehlte und warum es jetzt wieder da ist? Woher wisst ihr das alles? Fangt an, die richtigen Fragen zu stellen. Es ist besser, wenn wir jetzt wieder schweigen. Währenddessen bei Bruder Stygoma. Was tut ihr mit dem Rondrianer? Wir müssen ihn befragen. Es scheint, dass er unter anderem hinter diesen ganzen ketzerischen Geschichten, die über die 12 Götter verbreitet werden, steckt. Vielleicht ist er in den ganzen Schlachten verrückt geworden oder so etwas. Das ist nicht gut. Ihr müsst tun, was ihr tun müsst. Und wenn er wahrlich dahinter steckt, dann macht ihm den Prozess. Das ist der Plan. Wir lassen auch so viele Zeloten wie möglich schon einsammeln, damit sie nicht noch weiter diese Lügen verbreiten können. Das ist gut. Mir hat das tatsächlich viele Sorgen bereitet, wie sie hier auf den Plätzen standen, obwohl die Schlacht bereits geschlagen war und wir sie nicht mehr brauchen. Das ist wahr. Sie sollten sich lieber darum kümmern, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Exakt meine Rede, aber sie standen hier immer noch rum und wiegelten die Leute auf, hielten sie vom Arbeiten ab. Heute sogar hat sich eine selbst umgebracht und die Leute dazu angestiftet, es ihr gleich zu tun. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Freitod ist gar ketzerisch. Boron entscheidet, wann er unsere Seelen zu sich holt und nicht wir. Das ist richtig. Wenn möglich nach einem langen, gelebten Leben. So in der Mitte unterbrochen. So ist es. Deswegen versuchen wir jetzt, die Leute zu sammeln und aufzuhalten. Im Zusammenhang mit diesen Zeloten sind uns einige Statuen im Stadtgebiet aufgefallen. Ja. Und heute sahen wir eine recht beunruhigende Statue von diesem Märtyrer Lucian, dem Totengräber. Totengräber, ja. Sie war in einer verlassenen Villa auf dem Heldenberg und stellte eben diesen Totengräber dar mit drei Raben, die ihm das Fleisch zwischen den Fingern wegpickten. Du siehst, wie seine Gesichtszüge kurz entgleisen. Das ist doch auch sehr ketzerisch, oder? Drei Raben. Das ist eine sehr alte Sichtweise auf die Dinge. Und wie meint ihr? Er schaut gerade Raphim, Abelmir und Jalen hinterher, die gerade aus dem Tempel heraustreten. Diese Sichtweise. Im Bosporanischen Reich gab es einst drei Raben, die getrennt waren. Ihre Namen waren Vistariel, Bulgari. Die beiden kennt ihr. Es gab einen dritten Raben, der aus dem Nest gestoßen wurde, der lange auf dem Boden lag und die Federn verlor. Dieser Rabe wird einst der Entität zugeschrieben, die gegen Boron arbeitet. Sie sammelt die Seelen auf, bringt sie in die Niederhöhlen. Was wollt ihr damit sagen, dass diese erzdämonische Herrscherin einst Boron unterstand?
Einst arbeiteten alle drei Raben gegeneinander. Erst der Boron-Kult, der von den Zyklopeninseln kam, hat sie aufgenommen, eingegliedert. Zumindest zwei von ihnen, den dritten Raben nicht. Den dritten Raben hat sich die Herrin der Albträume einverleibt und seitdem ist er ihr Bote. Ein Dämon, der meines Wissens noch nie beschworen wurde. Soll den Sagen nach mittlerweile über 9 Hörner verfügen. Wie gesagt, eine sehr alte Sicht der Dinge. 3 Raben waren es nie an der Seite von Boron, sondern eigentlich immer nur 2, auch wenn in dem Nest einst 3 Raben saßen. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe von diesem Dämon schon einmal etwas gehört. Beziehungsweise gelesen. Gesehen hat ihn den Göttern sei Dank wohl keiner, der noch jetzt lebt. Wenn ihr eine Statue mit solchen 3 Raben seht, dann ist sie ketzerisch. Sie ist nichts, was unsere Kirche je gelehrt hat. Es ist irgendetwas aus bosporanischen Zeiten. Sollte vernichtet werden. Verstehe. Die Statue wird zerstört werden. Ich werde mich darum kümmern. Noch eine Frage. Im gleichen Raum wie die Statue war auch ein steinerner Sarkophag. Ohne großartige Markierungen oder so etwas zu sehen. Nur eine Zeit, aus der es stammte. Und zwar wohl noch aus der Zeit vor Bosbarans Fall, was mit dieser Darstellung mit den 3 Raben auch konform ginge. Wir haben uns nicht getraut, den Steinsarg zu öffnen und wollten erst einmal euch konsultieren, wie weiter vorzugehen ist. Es steht ja die Vermutung, oder es liegt die Vermutung nahe, dass da vielleicht auch irgendetwas Ketzerisches mitgemacht worden ist. Wenn jemand unter dieser Statue begraben wurde in einem Sarkophag, dann ist er nicht von Boron geschützt. Ihr sagtet, dass dem Totengräber Lucian die Haut zwischen den Händen weggepickt worden ist? Richtig, von den Raben. Fleischopfer. Opfer. Dann das heißt, wir haben hier eine Ritualstätte. Zückt am besten euer Bandschwert, öffnet den Sarkophag und das, was da drin liegt, solltet ihr vernichten. Verstanden. Ich werde mich heute noch darum kümmern. Hab Dank für eure Auskunft. Ich werde mich dann meinen Gefährten anschließen. Boron mit euch. Und mit euch. Möchten Ömer und Kieras etwas tun? Ömer will mit dem Mann reden, aber ohne jetzt hier sozusagen. Also Ömer wird sozusagen ein bisschen Geistesabwesen mit dieser brennenden Kerze spielen, sich immer wieder Wachs so ein bisschen auf die Hände tropfen lassen, das zerreiben und den Prozess immer wieder beim Gespräch sozusagen machen. Ziemlich geistesabwesend. Sagt, ihr seid... Achso, ist ja wieder aufgewacht, nachdem der auch den Halter irgendwann bekommen hat, nachdem wir dann weg sind? Dieser Rio? Ja, ist jetzt die Frage, ob Kieras oben rumsteht oder immer noch da ist, weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich im Nebenraum. Okay. Ja. Also er würde noch, ja, er würde wieder bei Bewusstsein sein. Ihr seid also Rio. Der Goldschmied, ja, was habe ich euch getan? Euer Freund hat mich gewürgt. Er nahm mich mit und sagte, er will mich einem Freund zeigen, am Bandstrahler. Und dann nahm er mich mit zu der Brios-Kapelle und dann hat er mich gewürgt. Und dann wachte ich hier wieder auf und dann haben sie mich gefoltert mit dem Bandstrahler. Ich würde ganz gerne das Gespräch so lenken, dass ich die Fragen stelle. Und zwar, ihr habt dieser Frau Geschichten erzählt. Ja, die zu uns kamen, habe ich Geschichten erzählt. Kamen da mehrere? Ja, mal mehr, mal weniger. Um die 30. Ja. Alle bei meiner Schmiede. Und das hast du getan, weil du das wolltest? Oder war das eine Art Aufgabe, die dir zuteil wurde? Wie war das? Ja, die beiden kamen zu mir. Dieser Rondrianer ohne Arme und der Prios-Geweihte oder so, der Bandstrahler oder Sonnenlegionär, keine Ahnung. Die kamen zu mir und sagten, wir kommen nochmal mit vielen Leuten. Und dann haben sie mir gesagt, ich krieg dann Gold von denen, also von denen, die hier einkommen. Und dann soll ich da eine Kette drauf schmieden. Mehr weiß ich nicht. Haben sie dir beschrieben, wie die Kette aussehen soll?
Ja, sie haben mir eine Zeichnung gegeben. Wo ist denn die Zeichnung? In meiner Schmiede. Hm? Wo liegt die denn dort, falls ich mal dorthin komme und mir die Zeichnung anschauen möchte? Ich hab da ein Regal und da sind dann so ein paar Zeichnungen drin und die liegt ganz hinten einfach reingeschmissen. Und nicht abgeheftet. Ja. Gut. Die weiteren Fragen, ich verstehe nicht ganz, die haben dir sozusagen diese Geschichten, die du diesen, du sollst ja mehrere Geschichten erzählen, das geht ja bestimmt um diese Märtyrer, oder? Ja, genau, die alle acht Märtyrer, also Das heißt, haben die acht Geschichten erzählt? Nein, viele verschiedene. Ja, das heißt, die sind einmal zu dir gekommen, haben dir alle Geschichten erzählt und hast die alle behalten können? Genau. Das heißt, die Leute, die dann kamen... Das ist ganz, ganz toll im Merken. Auch, ja. Ich bin, wie gesagt, Historiker und kannte die sowieso schon. Das ist ja kein Thema. Moment. Ich komme gleich wieder. Ömer geht raus vor die Tür. Warte. Ja, ich bin sofort wieder da. Wir machen einen kleinen Test gleich. Moment. Ömer geht raus vor die Tür, hat die Kerze sozusagen, stellt die eben kurz neben sich dann und holt einen kleinen Stift Papier raus und schreibt sich 10 zufällige Zahlen auf. Ja, macht mal, schreibt noch eine Zeile, er macht 20 zufällige Zahlen. Dann kommt er wieder hinein. So! Stellt sich so hin, dass er sozusagen das Papier sozusagen auf keinen Fall drauf oder auch durchgucken kann. Ich nenne dir jetzt 20 Zahlen. Ich hoffe, du bist echt gut im Dinge merken, denn ansonsten muss ich davon ausgehen, dass du gelogen hast, dass du die Geschichte nur einmal gehört hast. Was soll der Scheiß? Hilfe! Gut, ich sehe, du willst also nicht. Also nehme ich an, dass du ein Lügner bist. Ja, sollen die anderen wiederkommen und dich foltern? Nein, warte. Ich sollte dir das ja raten. Ich bin ja eine Art Ratgeber. Ich gebe den anderen Ratschläge darüber, was man mit dir tun sollte. Und bisher habe ich das Gefühl, ich sollte den anderen raten, dich lange und ausgiebig zu foltern, weil du ein sehr guter Lügner bist. Nein, warte doch mal. Das ist doch... Aber warum? Das ist doch ganz klar. Du willst nicht mit mir reden. Das heißt, wenn du auf Reden nicht reagierst, ist der nächste Schritt foltern. 20 Zahlen. Und wenn ich mir die nicht merken kann... Mann, ich kannte die 8 Märtyrer vorher schon. Die sind stadtbekannt. Aber die haben dir doch erst die Geschichten erzählt. Ja, aber ich kannte die Namen schon und das war auch ein leichtes, ihnen dann Berufe zuzuordnen und die Geschichten dann, weil sie waren sehr überzeugend. Ja, aber du kannst dir doch eben schnell 20 Zahlen merken, wenn du dir mehrere Geschichten zu jedem der 8 Märtyrer merken kannst. Wenn wir also davon ausgehen, dass du dir zu jedem Märtyrer mindestens 2, vielleicht sogar 3 Geschichten merken kannst, dann sind das ja schon 8 mal 3 Geschichten. Das sind ja schon 24 Geschichten. Jede Geschichte hat doch mindestens 10 Worte. Das heißt, das sind mindestens 240 Worte. Da sind doch wohl 20 Zahlen ein Klacks für dich. Legen wir also los. Und so wird Ömer sozusagen die 20 Zahlen eine nach der anderen langsam, gemütlich vorlesen. Und dann wird er fragen, so, und jetzt du. Die Reihenfolge einfach nochmal, so wie ich sie am Anfang vorgelesen habe, wiederholen. Ja, die ersten 14 Zahlen wird er wohl relativ gut hinbekommen. Danach hört er auf zu reden. Was los? Warum kommt die 15. Zahl nicht? Ja, ich will nichts Falsches sagen, ich weiß sie nicht mehr. Komm, 14 war doch jetzt echt gut. 14 war wirklich schon nicht schlecht, aber... Ja, das kann ja schlecht was an meinem Urteil als Berater was zu tun haben. Du hast den Test ja nicht bestanden. Wollt ihr mir das andere Auge jetzt auch noch rausschneiden, oder was? Nein, ich tue euch gar nichts. Ich berate nur denjenigen, der euch das Auge rausgerissen hat, ob man euch intensiv, lang oder gar nicht foltern sollte. Und ich werde natürlich sagen, ich befürchte, dass der Mann ein sehr, sehr guter Lügner ist. Der muss lange und intensiv gefoltert werden. Maruk Metai, bitte hilf mir. Wer? Maruk Metai. Wer ist das? Oh. Ich sag gar nichts mehr. Okay, ist Maruk Metai ein Alvranian, den ihr glaubt? Von welchem Gott? Vom Gott der Götter. Okay. Na gut. Und man zuckt mit den Schultern, setzt sich wieder auf den Schemel. Na gut, ne? Fragen wir mal die anderen, ich kenne den Magenmetall nicht. Erzähl mir ein bisschen was über den Alvranian, wie ist er so? Keine Ahnung, ich setze dich in Alvaran. Aber du musst doch wissen, du betest doch... Also, wenn ich jetzt hier irgendwie die heilige Adara anbete, dann weiß ich ja, wofür die steht.
Ich rufe ja nicht jetzt hier irgendwie den Gott der Schmiedekunst an, weil ich gerade irgendwie auf dem Meer sitze und mir denke, oh Mann, bitte, Herr der Wellen, errette mich. So funktioniert das ja nicht. Nee. Ja, aber wofür steht denn dann dieser, der, dein Alberan ja? Rache? Gerechte Rache? Bitte hilf mir, Herr der gerechten Rache? Ja. Dann lassen wir das mal so stehen. Das hört sich bisher an wie... Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich werde erstmal sagen, dass ihr nicht gefoltert werden sollt. Denn ich glaube, dass ich mich über den Alberan Jahr nochmal schlau machen muss, aber vielleicht sehen wir die ganze Sache auch von der völlig falschen Seite und ihr seid unschuldig. Ich hoffe. Tja. Ich meine, ich habe euch immer meinen Heiltrank gegeben, dass ihr an dem ausgerissenen Auge nicht verblutet. Ich konnte es ja nicht verhindern, dass der Riese euch das Auge rausreißt. Dafür habe ich dann doch nicht die Kraft, den Mann abzuhalten. Ich bin nur ein Berater. Okay. Währenddessen in der Stadt. Ja, ihr könnt sehen, wie Isaron dann in so einem kleinen Sport euch dann noch hinterherhält, nachdem sie dann das Gespräch beendet hat. Und der Rondrianer führt euch wohl erst einmal in Richtung Nadesheim, also nach Nordosten. Ja, okay. Wie weit ist denn das? Wir müssen zur Kaserne der Ratten. So was bitte? Kaserne der Ratten. Ach, da wo der Drache war? Genau. Was benutzt ihr so einen komischen Namen? Ach ja, wir müssen später nochmal nach Heldenberg rauf. Ich erzähl's euch später. Wir müssen vor allem in die Stadt des Lichts.